schon gehört, beim Hofer gibt es nächste Woche Facebook-Aktien um 99 Cent. Ja, so Aktien sind schon eine gute Gelegenheit, gutgläubigen alten Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, aber das darf man jetzt natürlich nicht zu laut sagen, weil sonst bringt man noch den Martin Graf auf eine Idee. Und was weiß man, dann bringt er noch die FPÖ an die Börse. Da hätte man ein Schrottpapier garantiert toxisch. Das definitive Papierl für den Subprime-Markt. Ja, die FPÖ, die macht ja jetzt wieder ganz viele Infostände in Wien. Haben Sie gesehen? Gegen Rot-Grün bin ich vorbeigegangen an einem vergangene Woche. Und da habe ich instinktiv meinen Schritt beschleunigt und mein Geldbörsel ganz festgehalten. Weil man weiß ja, einmal grüßen und die Ersparnisse sind weg. Und die hat dann der Martin Graf. Und in der Donaustadt, da sagen die Leute jetzt nicht mehr, sperrt die Türen zu, es könnten ja Einbrecher kommen. Nein, da sagen sie, sperrt die Türen zu, Jesus nah und die Rollos runter, weil der Martin Graf kommt gleich. Wobei, der wird jetzt natürlich wieder mal ganz ungerechtfertigt beschuldigt. Ja, das ist total ungerecht, wenn die Leute jetzt sagen, der Martin Graf bringt betagte, reiche Damen um ihre Ersparnisse. Wenn man das sagt, schrecklich, wie furchtbar die FPÖler plündern arglose Bürger aus. Ich meine, das ist eben wieder dieser ewige Negativismus der linken Jagdgesellschaft. Nie sehen die Leute das Positive. Ja, man muss auch das Positive sehen. Und das ist ja ganz offensichtlich. Jetzt, wo die FPÖ nicht mehr in der Regierung ist, da kann sie natürlich nicht mehr die Staatskassen ausplündern, so wie unter Grasser, Maischberger, Gorbach und so weiter. Einfach Bundeswohnungen verkaufen und 10 Millionen mitschneiden, na, das geht halt jetzt nicht mehr. Und deswegen müssen sie sich natürlich jetzt bei der Geldbeschaffung an die Leitlinie halten, mehr privat, weniger Staat. Griechenland wäre ja für die ein großartiges Geschäftsfeld gerade, weil da erleben wir im Augenblick etwas ziemlich Eigenartiges. Einen Bankrun, aber so einen gemächlichen, so einen in Zeitlupe. Die Griechen heben Woche für Woche Millionen und Millionen von ihren Bankkonten ab und ja, dann haben sie halt die Euroscheine im Plastiksackerl und manche überweisen das Geld dann auf deutsche oder österreichische Banken, aber viele Omas und Opas nehmen die Euros im Plastiksackerl mit nach Haus und verstecken es dann unter der Matratze. Ja, und da müsste Martin Graf jetzt sein. Die warten nur auf ihn, die Ausländer. Die hätten auch so gern eine Stiftung. Was sich da für ein Feld auftäte für die FPÖ-Politik und deren geheimer Leitlinie, euer Geld für unsere Leute. Ja, und wenn ich schon bei Griechenland bin, der Dichter Grass, der hat ja, nachdem er für etwas Aufregung gesorgt hat mit einem Gedicht über den Nahostkonflikt, jetzt offenbar Gefallen gefunden an der aktuellen politischen Gebrauchslyrik und ein Gedicht über die Griechenland-Krise geschrieben. Seine Dichtung über Israels Bombe war in gebrochenen Zeilen verfasst noch, doch für das Poem zur Krise der Griechen der Dichter den Hexameter wählte, wie es dem Thema geziemt. Wie einst Odysseus im Mittleren Meer ist die Frage tatsächlich berechtigt, ob nicht die Sprache der Alten in unsere Debatten prächte Kultur. Nicht nur der Konflikt in Nahost und das Drama der Griechen, auch andere Themen klängen gleich anders, würden sie in lyrischen Formen behandelt. Der Autoverkehr etwa, wie wir ihn könnten, aus den Schluchten der Städte verbannen. Und wenig wissen wir heute gewiss über die Taten des Telemachos, aber wie klängen in rhythmischen Versen jene der ruchlosen Telekom? Wie klänge die Vernehmung der Großen gleich anders, würde Herr Wolf sie in Versen im Fernsehen befragen. Und wer weiß, ob nicht versteckte Talente sich zeigten, dürfte Frau Fekter ab nun nur in Hexametern reden. Ja, Wichte sitzen in den Ämtern, den Großen. Aber wer weiß, vielleicht würden auch sie wie Helden erscheinen, würden auf sie Gesänge gesungen, wie einst auf Hektor und Achill. Vielleicht sollte auch ich mir, was heißt vielleicht, nein, gewiss, nicht den Qualtinger zum Vorbild hier nehmen, sondern den großen Homer, wenn ich euch berede über die Tragödien draußen und die Farsen bei uns daheim. Der Dichter Grass jedenfalls, ihn wollen wir preisen für seine kommentierende Kunst. Ab nun soll erscheinen kein Kommentar ohne Verse, keine Glosse ohne metrisches Maß. Denn wenn der Inhalt auch unnütz, die Thematik totfahrt und die Akteure medioker wie nie, so wollen wir Form geben, wenigstens der Sache, die uns Woche für Woche verzehrt. Nur eins macht mich wankend, die Frage der Fragen bei unseren zwergenhaften Helden. Die Frage nämlich, wie man in Versen, in gepflegten, einen Volltrottel nennt. Und an Erbschleicher. Und Afadenus. Kann man Gedichte über Martin Graf schreiben? Oder über Michael Spindlegger? Oder über Feimann?
Na, ich weiß nicht.